Hey, hey. Folge 2. Diesmal haben wir diesen komischen Typen da an. Da? Hello. Willst du dich vorstellen? Ja, ich bin der David. Oder dann kann ich auch Startup Place nennen. Destralo. 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 Blase. Ja. So, direkt mal die Musik ausmachen. Gefühlt meine Hauptquest für diese Folge wird einfach sein, dir das Texture Pack zu zeigen, weil ich habe das Gefühl, dass dir einige Dinge sehr gefallen werden. Okay. Also, komm so mit. Ich komm mit. Erstmal, hier, der Crafting Table. Okay, weird shit. Auf der anderen Seite steht No, das heißt, du darfst ihn nur von der Seite bedienen, ne? Aha. Dann schauen Sie sich das Bett an. Oh, nein. So, das war's mit unserem Spezialgast. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Oh, Junge, ey, ich schwöre dir, es ist überall. Scheißegal, was ich spiele, scheißegal, was ich gucke, scheißegal, wo ich hingehe, es ist überall. Ich kann nicht mehr. Ich möchte mal anmerken, dass übrigens per Volts Texture Pack, das hat er selbst gemacht. Ja. Oh Gott. Musst du dich bei ihm beschweren. Ist der Apfel angebissen? Ja. Das wird für keine angebissenen Äpfel geben. Das ist quasi ein Apple. Das Eisen hat ein Gesicht. Ja, das ist ein kleiner, freundlicher Junge. Wie geil. Oh, und der Bogen ist auch super. Wenn ich den mal demonstrieren darf. Weil du siehst den Bogen an sich, ne? Ja, ganz normal, ja. Was spanne ich? Den Bogen. Das sieht aus, als würdest du einfach nur einen Stock nach hinten ziehen. Mach mal. wait. Okay, ich habe Fragen. Warte, ich kann dafür sorgen, dass du gleich noch mehr hast. Guck mal da hinten. Nein. Na, warte. Nein. Ich hab eine fette Brücke gebaut. Nein, jetzt kommt er nicht mehr hoch. Nein, der Dachs! Ja. Nee, ich komm hoch. Kommst du hoch? Ich komm hoch. Ja. Okay. Digga, schmeiß es ja gleich nach ganz unten. Das kann ich machen. Nein, bitte nicht. Okay. Nein, bitte nicht. Ja, wem war das Texture Pack nochmal? Hi. Nein! Kann ich laufen. Warte, platzier mal den Jan, komm mal bitte her. Ja? Platzier mal das Blöckchen auf dem Boden. Oh Gott, ich hab Angst. Platzier die Biene. Was zur Hölle ist mit deiner Axt nicht in Ordnung? Das ist eine super Axt, oder? Dann guck dir mal meine Spitzhacke an. Gab's die Axt auch mit Holz? Oder meine Steinhaue. Okay, die sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus. Also, da fehlt ein Stückchen. Damit, was hatte ich in der Hand? Es sieht aus wie eine Eisenspitzhacke. Das ist eine Oh, Digga. So, Moment. Sie ist wütend. Jetzt ist sie glücklich. Du hast ihren Mantel genommen. Ich hab auch eine. Wie melodramatisch diese Axt gerade an meiner rechten Hand nach oben gestiegen ist, ist legendär. Rechtsklick. Oh, ich hab den Baumstamm gerade entrindet, oder? Ja. Ja, du hast ihn gerade gestrippt. Du hast ja den. Ich geh da mal, see ya. Ah, warte, wir sind doch noch lange nicht fertig. Guck mal nach links. Aua, hey, ich sterb gleich. Gucken Sie mal hier. Ich hab grad voll den Schock bekommen. Das ist der Punkt davon. Was ist, das hohes Gras? Ja, es hat die Textur von Creepern. Da ist Pokémon drin. Ich habe da eine interessante Story. Ich hatte
ich bin mal so nachts rumgelaufen irgendwo auf dem Server, ne? Da sehe ich so drei Creeper nebeneinander. Ich dachte, ach, okay, das wird bestimmt nur mein Texture Pack sein, weil wann spawnen bitte drei Creeper direkt nebeneinander? Und dann sind sie auf mich zugelaufen. Hm. Alter, Jungs, ich stehe hier unten in dieser kleinen Mini-Höhle, gell? Ich guck so random nach ja, oben ja, und sehe an dieser einen Ecke so ein scheiß hohes Gras. Das sieht auch genau aus wie ein Creeper. Ich habe gerade den Herzinfarkt meines Lebens bekommen. Das ist nicht feierlich. Man gewöhnt sich dran. Ich irgendwann. Glaube nicht. Ich habe mich dran gewöhnt. Sind die Kürbisse Absicht? Die sind... Ich meine, wir sind hierher gelaufen. Die sind da so gespawnt, also. Ah, ja. Ich glaube, er meint das Texture Pack, oder? Nein, ich meine jetzt generell, ob die absichtlich so angeordnet sind. Nö, die sind so gespawnt. Sonnenaufgang ist wieder in der Höhle. Wer ist wieder in der Höhle? Sonnenaufgang ist wieder in der Höhle. Ah, Ehre. Ja. Ich bin sichtlich verstört. Guck das Eisen wenig an. Oh mein Gott. Was ist das für ein... Das ist doch kein Schwert, das ist ein Zustand. Was ist das? Junge, was ist das? Schaufel. Dein Ernst? Ja. Doch kein Schwert, das ist was ein Zustand. Ist das? Was ist... Wo will es hin? Überall, aber nicht nach vorne. Ja, ich sehe es. Mach immer noch mit Axt. Oh, ich mein, Mann. Ist doch praktisch, hat mehr Angriffsfläche. Oh Mann, ey. Beim Kopf habe ich nichts verändert. Entschuldigung. Auch nicht. Aber alle Tools sind verändert. Die Holzschaufel ist zum Beispiel mehr ein Löffel als irgendwas anderes. Das ist kein Löffel, Alter. Doch, das ist auch so ein Löffel. Das ist ein Toothpick. Das ist einfach ein Göffel. Ein Göffel. Ich hab's tatsächlich probiert, irgendwo einen Göffel einzubauen, aber es hat jetzt absolut nicht gepasst. Jetzt hab ich irgendwie voll Bock auf KFC. Lass mal alle zu KFC fahren. Yeah, mein erstes KFC. Krass. Oh? Was? Ich hab noch nie KFC gehabt. Kulturlücke. Stimmt. Das ist absolute Kulturlücke. Es tut mir leid. Sag's, wie es ist. Oh, du musst es noch unterstellen. Made of these. Entschuldigung. Sweet dreams are made of these nuts. Soll ich die Player-Stream-Percentage wieder auf 1 machen? Ja. By the way, ich grab mich hier vorne runter. David, ich glaube übrigens. Weiß, Motherfucker! Hey! Ich wollte dich erschrecken, hat's funktioniert? Das hat wehgetan. Tut mir leid. Ich hoffe, dass er zwei stirbt, damit ich David das zeigen kann. Lieber David, sind Chest. Oh. Wenn du stirbst, kommt das da, statt deine Items zu droppen. Kompromiss zwischen Droppen und Keep Inventory. Wenn du die rechts klickst, kriegst du deine Items wieder. Link. Das hast du sehr gut gesalvaged, Jan. Holy shit. Bitte schön. Ich kann keine Items aufheben. Oh, Server-Lag. Ich fand das gerade so geil. Jan geht runter, fängt an zu verprügeln. Ein Schlag, bam, er ist tot. Hau ihm die Axt in den Kopf und er schlägt mich mit irgendwas und ich bin tot. Ich hab die Spitzhacke genommen. Oh, Scheiße. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, Creeper. Ach nee, das ist nur Gras. Oh mein Gott. Ist das Gras auf dich zugelaufen? Nein. Ich hab gedacht, das Gras auf mich zugelaufen. David? Was? Soll ich nächste Folge das Texture Pack ausmachen? Ja, bitte. Hast du Angst vor den Creepern? Egal. Nein, an sich nicht, aber es ist halt krank verwirrend. Ja. Ich glaube, er hat Angst vor dem Bett. Ich entwickle hier voll die Paranoia. Ich glaube, du hast Angst vor dem Bett. By the way, guck dir mal Birkenholz an. Guck dir mal Birkenholz an. Wir haben so einen Mischwald direkt nebenan. Ja, warte. Das ist tatsächlich weniger Curse und na gut, es ist... Was hat denn du da unten nochmal geändert?
Was ist das? Hast du schon? Ein Seed. Reguläres Seed. Das ist Birkenholz, also habe ich zu Chalkwood gemacht. Lol, Alter, ich ist voll geil unter Wasser, okay. Ja, ne? Ich würde dir eins achten. Ja, stimmt doch. Das Cave-Update habe ich noch mitbekommen. Dann war es bei mir Schluss. Ja, dann hast du einfach David hier drüben. Oh. Du gar nicht mehr so schlimm. Ich bin gestoßen. Birchwood. Ja, aber ich Alter, das ist weiß. Das ist ja voll geil. Das ist wegen dem Texture Pack. Ansonsten sieht das genauso hässlich aus wie sonst. Das ist Bienenholz ist tatsächlich außerhalb von den Stämmen, ist es einfach nur gelb. Es hat aber auch so eine schöne Honigfarbe. Ich find das voll geil, das Holz ist einfach knallweiß. Das ist das Chalkwood. Die Tür hat übrigens auch eine recht unique Textur. Da habe ich weniger einfach nur komplett weiß gemacht und halt. Ja, ich möchte nicht in die Nähe von diesem Bett. Es ist krank. Digga, wirklich. Ich kann nicht mehr. Warum hat die Holzachs Blut dran und warum ist sie falsch rum? Ja, weil du sie falsch rum angefasst hast. Ja, du hast dich geschnitten und dann, ja. Digga, ich habe die Holzachs in meinem Arsch nicht angeguckt. Warte. Jan? Ja? Er hat das Kelb noch nicht gesehen, ne? Nein. Was habe ich noch nicht gesehen? Das Kelb, ja, du weißt schon, Seegras. Achso. Kleiner Tipp. Ich glaube, du willst nicht in Richtung Ozean gehen. Warum? Nur so. Okay. Weil ich meine. Überhaupt gut in der Aufnahme? Oh ja, man hört euch super. Ja, perfekt, Alter. Das heißt, ich kann jetzt von meinen Lebensgeschichten erzählen. Ja, du kannst von deinen Lebensgeschichten erzählen. Wir haben noch um die 20 Minuten in der Folge hier. Perfekt, du. Junge, wo ist denn Ozean, Alter? Wo ist der fucking Ozean? In Richtung Mangrove, das sollte Norden sein, oder? Okay. Halt beim Mischwald einmal straight durch. Okay. Uah. Ich habe das Gefühl, dass du das nicht so lustig finden wirst, was ich mit dem Seegras gemacht habe. Ich habe auf unserem Modpack letztens mal ein paar random Hühner abgeklatscht, weil ich mir dachte, cool, jetzt sehen die alle aus wie die Hühner bei Zelda und dann haben die von mir angefangen, mich anzugreifen. Ja, aber das sind die Hühner bei Zelda, das sind keine regulären Hühner. Das habe ich dann auch gemerkt. Ich habe gesagt, dass die mich verprügeln wollten. Ich habe ein paar freundliche Jungs gefunden. Das Eisen hat übrigens auch auf Texturen einen großen Smile. Das meiste Seegras hier bewegt sich einfach nur. Oder ist das kein Seegras? Ach gut, das Seegras nicht, Kelp. Kelp ist eigentlich, oder war es Seetang? Ja, das ist Seetang. Stimmt. Oh, ich ertrinke gleich. Aber hier überhaupt Seetang in der Nähe? Wir hatten direkt beim Spawnen Seetang. Aber wir sind ja nicht mehr direkt am Spawnen. Es ist nicht mehr feierlich mit diesem Gras. Es ist echt nicht mehr feierlich. Keine Sorge, David. Du musst nur eine Folge damit überleben. Zur Not können wir halt auch Swap nur das Gras rausmachen. Ey, Jan, ich habe letztens mal versehentlich die Version gestartet von Minecraft, die wir damals mit Jill und den anderen gespielt haben. Und da war einfach noch dieses Sands Texture Pack drin. Okay. Das war weird. Sands! Mario? Ich muss mal wieder anders. Ey, Jan, wir müssen mal wieder irgendwann eine Watchparty machen und uns dieses Musical angucken. Natürlich ein Musical. Mhm. Ah. Oder ja, zumindest die Outtakes, weil ich fand die Outtakes sehr geil. Oder wir machen wieder so einen Run von Undertale und du lässt mich wieder die verschiedenen Runs machen oder so. Ja, du musst, glaube ich, noch den Genocide Run oder so machen. Stimmt, ja, den hatten wir nicht fertig gemacht. Da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr, den müssten wir neu starten. Leute, ich hatte bisher jetzt 5 Eisen gefunden. Außerdem, Deltarune Kapitel 2 ist mittlerweile draußen. Ja, das ist mir scheißegal. Deltarune spiele ich ja eh nicht. Deltarune ist Undertale 2, aber gleichzeitig auch ein anderes Undertale. Kultur. Ja, stimmt. Und Sans ist irgendwie der Einzige, der sich dran erinnert, ne? Kann meinen, aber ich weiß nicht, ich wüsste nicht, dass das irgendwo ein Spiel... ich bin jetzt in so einem komischen Mangoven-Scheiß-Pimmelwald. Ja. Das ist schon mal die Richtung Spawn, ja. Wenn du weiter in dieselbe Richtung gehst, also Norden, sollte das...
Okay. Solltest du beim Ozean ankommen. Also ich mag diesen Mangrovenwald. Der sieht witzig aus. Das Holz ist rot. Ja, ne? Ist angenehm. Ist das so ein... Aber der hört immer wieder random auf zu sprinten. Das ist irgendwie nervig. Haben sie nicht genug Nahrung im System? Ich bin fast voll. Oh. Wahrscheinlich bleibe ich immer an irgendwelchen unsichtbaren Ranken hängen. Ja, das ist ein verdammt. Ah, da. Ich sehe einen Lava. Ja, hier ist der Ozean, okay. Ja, dann bist du direkt da. Ich bereite mich auf eine negative Reaktion vor. Das Würstchen. Was? Was soll das darstellen? Ich reiß nicht. Würstchen wollte ich bei Potions tatsächlich machen, dass es Würstchenwasser ist. Oh. Sind das Pflaster? Vielleicht. Digga. Digga. Wie sage ich das jetzt am besten, ohne dich zu beleidigen? Darf ich dich was fragen? Nein. Was möchten Sie denn fragen, der Herr? Wer? Also ganz ehrlich, wer hat dir ins Gehirn gekackt? So ohne Scheiß. Man kann sich mit der Minimap die Zeit anzeigen lassen. Das ist 15:53. Das habe ich tatsächlich nicht aktiviert. Alter, das habe ich. Das habe ich gar nicht herausgefunden. Ich habe auf meinem Zweitbildschirm ein Wallpaper-Engine-Bild, was mir die Uhr anzeigt, also brauche ich das nicht. Das Texture-Pack ist eine Straight-Up-Kollektion von fucking Brainfarts. Du solltest ja echt nichts hinterfragen oder nach irgendeiner Logik suchen. Und das geht übrigens um die Minecraft, über die Minecraft-Time. Ah. Ich glaube nämlich nicht, dass es 15:53 ist. Oh, ja gut, stimmt, macht keinen Sinn. Es sei denn, wir sind in diesem komischen Dorf irgendwo, ich glaube in Australien oder so, wo es irgendwie nie dunkel wird. Andersrum, wo es nie hell wird. Wo war das nochmal? Keine Ahnung, ist mir jetzt gerade egal. Alabama. Nee, das ist was anderes. Sicher? Ey, darf ich hier perverse Witze machen auf dem Channel? Das ist mir sowas von egal. Achso, ist ja dein Channel. Ja, ist Autorität recht egal. Aber ich sag's mal so. Der Minecraft-Shit wird tatsächlich... Ich hab nachgeguckt. Und so weird es auch klingt, das wird teils auf fucking Chaos-Flow-Videos an Leute weiter verbreitet. Mir sowas kann ich weitergereicht. Das ist ja, richtig ich glaube, ich habe euch verloren. Soll ich dich kann... Die Minimap geht immer wieder... Oder bin ich einfach nur scheiße gelaufen? Ist möglich, ich kann ja auch... Du kannst doch mal kurz die Settings auf, dass sich das auf Norden lockt. Musst du kurz Z drücken und dann bei View Settings. Warte mal. Ach, ich bin zu weit nach rechts gelaufen, aber auf dem Rückweg, glaube ich. Ja, ich bin zu weit nach rechts gelaufen. Oh nein, es wird Nacht. Jawohl. Ja. Willst du dir die Zeit anzeigen lassen? Zum Minecraft? Es juckt mich nicht wirklich. Das kann sehr. Hier ist eine echte Biene. Ist das eine echte Biene? Ich sag gerade, hier ist eine echte Biene und frag dann, ist das eine echte Biene, Digga? Was ist mit mir los? Hallo, ich glaube, du bist dumm. Ich zeig dir gleich eine richtige Biene. Kann ich irgendwie mir die komplette Map anzeigen lassen? Nein, ich glaube nicht. Wow. Nicht so eine wie in einem anderen Mod, aber mit Z. Nicht mit Z, mit Y kannst du es groß machen. Nee, das mache ich mit dem Punkt, weil auf Y habe ich es Nieten gesetzt, weil das für mich Standard ist. Ein Punkt. Halt die Phrase. Widget. Ich geh schlafen. Sweet dreams. Joa. Nighty night. Okay, Bibi. Bin ich in der... Oh mein Gott, Alter, Flashlight. Ich muss... Was? Flashlight? Ja, Mann, Flashlight. Okay, ich bin jetzt wieder da. Die Minimap bleibt nicht aktualisiert. Das ist weird shit. Ist sie bei mir aktualisiert? Ein Scheiß ist sie. Ja, die Map ist scheiße. Jan, die Minimap ist trash. Die geht immer wieder. Ja, der Weg, den du zurücklegst, der resettet sich. Das ist. Ich kann die. Die Minimap nachher wechseln. Nach der Folge. Das können wir irgendwann mal machen. Ich hatte da kein Problem mit, solange ich euch wiederfinde. Die Minimap hat ja Koordinaten, also ist das ja ganz easy. Wir haben hier einen Chicken. Und haben wir auch Mit Karol gewaschen.
Entschuldigung, ich musste den Witz jetzt bringen. Ich konnte nicht anders. Er ist schon drin. Ja. Guten Morgen. Genau. Hi. Hi. Ah, Wasser. Sorry, ich bin aquaphobisch. Entschuldigung, ich brauchte das, ich konnte nicht mehr sprinten. Ja, ich habe noch 3 Hungerkeulen, alles gut. Oh, Entschuldigung. Wir haben hier ein paar Chicken rumlaufen, falls ihr... Ne? Ja, wo, aber bitte keine Zelda-Chicken. Nein. Haben wir Federn. Wir haben so 2 oder so. Nicht Federn, Eier. Eins. Ich habe 1 dabei. Wir brauchen halt genug, dass da einen Chicken rauskommt. Okay. Ich gehe übrigens gerade in die Höhle, die wir hier vorne haben. Ich gehe in eine andere Höhle, die wir haben. Warum? Was? Warum hat das Eisenerz so ein breites Grinsen? Das ist kein Grinsen, das schreit. Ja, es schreit um Hilfe, es will von diesem Texture-Packer loswerden. Es wurde gebraten, was erwartest du von ihm? Ja, okay, relatable. Gut, ja, bitteschön. Ich meine, wie würdest du dich fühlen? Wenn gebraten worden wäre, dann wäre es warm abgehen. Ach, hallo, Papa. Hallöle. Ich gehe in die Höhle. Hallöle. In die Höhle da vorne. Da bin ich ja auch. Kanone. Warte, lass uns ein Eisen da oben stehen. Hm? Ich möchte, dass David das Eisen sieht, Jan. Bitte lass das eine Eisen da oben stehen. Ich gehe in die Höhle hier vorne. Ich hab doch das Eisen jetzt schon gesehen. Ach, hast du schon? Ja. Also, den Block, ne? Und nicht das. Ach so, den Block? Nö, den Block nicht. Dann, warte, ich mach mir gleich noch eine zweite Eisenspitzhacke. Willst du mit? In eine Mine, oder? Ja, ich komm mit. Okay. Und schon einen Eisenblock? Ah, du hast noch 6. Achso, ja, wenn du welche brauchst, kannst du nehmen. Was ist, Jan? Du hast schon einen Eisenblock? Nein, es geht um das Erz. So, das Erz, das Erz, das habe ich Erz, schon... Der Erzblock. Ach, der Erzblock. Oh mein Gott, bin ich lost. Junge. Ach so, ja, ich fäng erst aufständig, dass es die gibt. Ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was Papa jetzt von mir wollte. Ja, ich habe es generell gerade... So. Wir haben gerade einfach miteinander vorbeigelabert. Ja. Millionen? Guck ihn dir an. Da habe ich keine Ahnung, was er von uns wollte. Oh mein Gott. Held, das ist eine fette Höhle. Hm. Erinnerst du dich an diese eine Riesenhöhle, die wir zuletzt entdeckt hatten in Staffel 3? Ja. Ja, hier ist noch eine. Ja, ich weiß, hier ist eine fette. Aber guck dir das Eisen an. Was denn? Ist ein netter kleiner Junge. David, du bist ruhig. Willst du in die Höhle? Ich überlege gerade, da runterzuspringen. Das ist eine schlechte... Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich bin ins Wasser gefallen. Jan, what the fuck? Das Eisen. Was denn? Hab ich doch. Außerdem wollte ich nicht nach unten, ich wollte hier oben. Ich wollte mich gerade umbringen und hab's einfach nicht hingekriegt. Nicht mal das bekomme ich hin. David, du bist scheiße. Ey. Du bist scheiße und sterben. Weißt du, Strip Mining ist nicht mehr effektiv. Ich weiß. Okay. Wie enttäuscht er ist, dass er mir etwas nicht erklären kann. Das ist schon. Okay. Traurig. Mein Handy ist schon wieder. Ich hab den. Alter, du bist aber auch heute drauf und dran zu sterben, wa? Ja, irgendwie muss ich doch meinen Hunger heilen. Das ist ein Prosper. Alter, ich hab gerade so kein Essen mehr und der Junge kommt vorbei, so, hey. Soll ich dein Essen auch heilen? Nein. Ich kann es heilen. Nahrung. Vor allem soll ich dein Essen heilen, als wäre dein Essen krank oder so, als hätte es eine Erkältung. Rotten Flash? Ich möchte eine Textur vorschlagen. Was ist das? Das ist Gold. Oh. Jawohl. Gut, dass du mir das rechtzeitig sagst. Ich möchte eine Textur vorschlagen, dabei. Was zur Hölle? Opa darf nicht lächeln. Ja. Herr Woll, ich habe Fragen. Du kannst Chicken Nuggets machen. Das ist zuerst der einzige Grund, warum ich das Gold zu Chicken geändert habe. Obwohl, nee, ist nicht der einzige Grund. Ich meine, wenn du etwas brätst oder dergleichen, sagst du auch öfters, dass es goldbraun ist oder so. Oder generell Gold. Ich habe Cobbled Deep Slate. Was ist das? Achso, ja, Deep Slate ist das, was unter 0 ist. Ein anderes Cobblestone. Es geht bis minus 60 ungefähr, jetzt.
Why? Okay, der Creeper da hinten ist, glaube ich, echt. Das ist halt, oder? Mit dem Case and Cliff Update gekommen. Ich habe einen echten Creeper gefunden. Und ich baue das Hähnchen ab. Zum Anstart. Und hey, endlich eine echte Person in diesem in dieser Welt. Ja. Endlich ein echtes Wiener Schnitzel. Ha? Ha? Oh, was sind so aber das? Oh, der eine hat mich gesehen. Hm? Wo bist du? In deinem Arsch. Oh nein! War es gerade ein Durchfall-Sound? So ungefähr. David? Hm? Ich hab dir was zu zeigen. Redstone. Oh, ja, das. Hab ich schon gesehen. Die Placeholder-Textur, die ich immer noch nicht geändert habe. Ich verliere keinen Hunger mehr, das ist sehr angenehm. Was ist das da hinten? Hier ist Holz. Hier ist eine Mine. Mein Chef. Hier ist ein Monster-Spawner. Ist mir egal, hier ist ein Mineshaft. Weil er hat gesagt, hier ist alles. Hier ist auch ein Monster-Spawner. Ja. Hier ist auch deine Mutter. Blutet. Hey, so breit wie die ist, ist sie überall. Gesagt. Hm? Ich hab gesagt, so breit wie die ist sie überall. Okay, das ist cool, dass da hier jetzt so Ketten dran sind und alles. Das finde ich nice. Man kann aber immer noch keine Kettenrüstung craften. Doch. Das ist nicht nice. Uah, so viele Spinnen. Nein, kann man nicht, ich habe gerade nachgeguckt. Nicht stimmt, das ist einer von diesen Mythos, ne? Leute, ich hab Angst, hier sind ganz viele Spinnies. Hast du Fackeln dabei? Okay. Oh, hier sind zwei Skelette und ich kann nicht sprinten. Oh, sie bekämpfen sich gegenseitig, ja! Oh, das sind diese Kack-Giftspinnen, die... Kämpf, die Bitch, kämpf! Kämpf gegen noch ein drittes. Kämpf gegen deinen eigenen Bruder, los! What? Ich hab drei Skelette. Ach so, genau. Ich hab ja vor gefühlt 10 Minuten schon gesagt, kann ich hier einen perversen Ritz bringen einmal? Ja mach was. Wir hatten es ja eben mit Alabama. Warum ist in Alabama und im Saarland die Reverse Cowgirl-Stellung beim Sex verboten? So, und das war's dann auch mit dieser Folge. Wir haben die 30 Minuten erreicht und ja, macht dann Witz auch zu Ende. weil man der Familie nicht den Rücken zukehrt. Oh. Ich muss sagen, ich habe absolut keinen Plan von Sexstellungen, also hat mich das erst komplett verwirrt. Weißt du, wie die Sexstellung funktioniert, wenn sie ihn reitet? Ja, glaube ich. Ja, und dass sie nicht mit dem Kopf zu ihm steht, sondern mit dem Rücken zu ihm. Quasi. Also quasi reverse. Sag ich ja. Ja. Ich sterbe. Nein, doch nicht. Was? Nein, doch nicht. Man, I'm dead. Ich hab 1,5 Herzen, ich fick ein Kind. So oder so, Leute, wir haben die 28 Minuten erreicht. Ja, ich würde gerne ich warte schon darauf, dass Ruhe ist, dass ich die Abmoderation machen kann. Okay, machen Sie Ihre Momram. Liken, kommentieren, abonnieren und Glocke bimmeln. Schaut in andere Let's Plays rein, es läuft noch, Isaac. Ich will versuchen, Sonic auch zu Ende zu machen. Ich will nur versuchen, Controller funktioniert nicht ganz. Wir sehen uns in der nächsten Folge von, wo auch immer drauf geklickt wird. Schön auf Twitter gucken. Adios. Was, bitte?